Topfgucker TV empfiehlt. Ich koche heute für Sie einen Stubenküken. Wir werden das komplett auslösen. Wir werden es füllen mit Büffelmozzarella und Kräutern, wieder zusammenbinden und dann im Ofen schmoren. So, wir haben jetzt ein übliches Stubenküken da. Das ist jetzt ca. 5 bis 6 Wochen alt. Das Stubenküken wird jetzt im Ganzen zerlegt. Das bedeutet, ich schneide erstmal im Brustkorb mit einem scharfen Spitzenmesser das Fleisch von dem Gerippe. Man kann es ruhig ein paar Mal hin und her drehen. Man muss möglichst immer am Korpus langfahren. Man hat natürlich dann diese kleinen Knorpel und Knochen. Und muss natürlich versuchen, dann diese Haut nicht zu verletzen, so dass es noch zum Zusammenlegen und Rollen funktioniert. Man kann dann auch ein bisschen ziehen. Und Sie sehen halt, die löst sich wunderbar von Korpus ab. So, wenn wir die erste Hälfte haben, drehen wir das Tier rum und machen das von der anderen Seite. Und Sie sehen, wir haben Glück, wir haben das richtige Messer und schon ist es ausgelöst. So, da haben wir die Nummer 1. Und wie wir jetzt sehen, haben wir 2 Brüstchen und 2 Keulen. Die Keulen und die Brüste. Jetzt müssen wir noch vorsichtig die Keulen auf der Innenseite einschneiden, sodass wir dann den Knochen sehen. Der Knochen wird dann herausgeschält. Das ist etwas mühsamer, aber mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl und dem richtigen Messer funktioniert das ganz gut. Das gleiche auf der anderen Seite. Sie können ruhig auf Ihrem Brett immer wieder das Tier sich so zurechtlegen, wie Sie es am liebsten und am besten ausgelöst bekommen. So, jetzt haben wir die 2 Keulen schon ausgelöst. Wie Sie sehen, ist es auch ganz gut geworden. Und jetzt schneiden wir einfach nur noch die Flügel ab von der Brust. Das ist dann etwas einfacher. So, und so soll es aussehen. Also die Haut sollte in der Mitte noch zusammenliegen. Und jetzt kann man die schön füllen in einem schönen frischen Büffelmozzarella. Das bedeutet, ein Büffelmozzarella rein vom Büffel bekommt man auch in jedem guten aufgeräumten Haus. Schneiden wir uns so zurecht, dass wir die Mitte reinlegen können. Nehmen dazu ein paar frische Kräuter, zerrupfen die. Basilikum bitte zum Beispiel nie hacken. Durch die ätherischen Öle wird er sofort braun. Also immer nur zupfen, reinlegen. Dazu habe ich noch einen schönen Zitronenthymian. Zitronenthymian ist für das Hühnchen gut, weil das schön aromatisch ist. Und das Tier gart ja auch von innen. Das bedeutet, dass die ganzen Kräuter auch in das Fleisch des Tieres gehen. Das ist ähnlich wie bei der Gans mit der Füllung. Jetzt füllen wir das Ganze noch ein bisschen mit Pfeffer auf und Meersalz. Und rollen uns das Ganze schön mittig zusammen. Wenn es so kleine Löcher sind, die kann man dann zuziehen mit der Haut. Das ist es ähnlich wie bei der Roulade, bei der Rinderroulade, wie man das auch kennt. Und stechen das Ganze zusammen. Wie gesagt, wenn es so kleine Löcher sind, dann wird einfach die Haut über die Füllung gezogen. Und zusammengespickt. Immer von Haut zu Haut, weil nur die Haut hält das Ganze zusammen. Und machen Sie lieber ein Spießchen mehr rein, weil wenn es nämlich aufgeht, läuft natürlich dann auch der Mozzarella in die Pfanne oder in den Ofen und verschwindet aus dem Tier. So, jetzt heizen wir unsere Pfanne vor, füllen etwas Olivenöl rein, lassen es kurz erhitzen, nehmen etwas Knoblauch. Den Knoblauch wollen wir nicht schälen, sondern den tun wir bis achteln. Zerstoßen den mit dem Messer, legen dann in die Pfanne, die schon etwas vorgehitzt ist, das Stubenküken rein. Möglichst auf der Haut, auf der Hautseite. So, jetzt fängt es an zu knuspern. Packen jetzt schon dazu ein bisschen von dem Knoblauch, weil der Knoblauch gibt seinen Geschmack durch das Öl weiter. Können ruhig auch die restlichen Kräuter zu packen. Und es sieht auch wunderschön aus.
würzen jetzt schon mal die Außenseite mit gestoßenem Pfeffer. Und das Ganze lassen wir schön ruhig angehen. Also nicht zu heiß die Pfanne, weil sonst brennen auch die Kräuter und der Knoblauch. Und schnürgeln das so langsam an, dass das ein bisschen Farbe bekommt. Drehen das Ganze rum. Dann können jetzt die Seite auch mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann geht das Ganze in den vorgeheizten Ofen, so ca. 160 Grad Umluft, und lassen das Ganze 20 Minuten drin. So, jetzt sind unsere 20 Minuten vorbei. Jetzt nehmen wir unser Stubenküken aus dem Ofen. Es sieht lecker aus. Setzen das Ganze auf ein Brett. Ziehen jetzt die ganzen Spieße raus. Am besten sie zählen vorher, ne, dass ihr keinen vergessen. Es gibt nichts Schlimmeres, als in den Zahnstocher reinbeißen. Nehmen ein scharfes Messer und schneiden die Roulade längs auf. Setzen sie zu unserem total leckeren Pastinakengratin. Wie Sie sehen, ist auch das alles noch sehr saftig. Durch die Kräuter, durch den Mozzarella, der auch viel Wasser lässt, nehmen wir etwas Kräuter dazu. Zur Dekoration und haben ein wunderbares, frisches, leckeres Gericht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen, Ihr Dirk Wende. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de